Wir beginnen mit ein paar einfachen Veranstaltungen. Die Fahrer und Fans haben die passenden Herausforderungen. Also, heute machen wir jetzt noch einmal mit der Samstagsgruppe. Und am Mittwoch wird sich entscheiden, ob die Mittwoch- und Donnerstaggruppe überhaupt noch zustande kommt. Und dann mal gucken. Es kann halt der ewige Quiz sein, scheißegal was passiert. Also, weil so scheiße, wie sich die Leute und die Community entwickelt haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber du weißt es ja. Du weißt es ja. Was, wohin soll ich jetzt hin? Das wird ein Spaß. Und du weißt, wie viel Energie, wie viel Kraft und wie viel Leben ich da reingesteckt habe. Ich habe Real Life vernachlässigt, Sachen im Stich gelassen, alles mögliche für WoW, für die Raids, um immer da zu sein. Selbst egal, wie scheiße es mir geht, ich liege jetzt im Bett und stehe morgen 18 Uhr auf, damit ich einen Raid machen kann. Und das habe ich Mittwoch, Donnerstag, ging es mir auch so dreckig. Ich bin trotzdem aufgestanden, habe mich hingehockt und gesagt, alles for the Horde, alles für die Horde, egal was ist. Weißt du, ich mach das einfach. Für was, dass ich da sitze und verarscht werde? ...68er Fastback. Was für eine Bestie. Und wenn ich... Ich erinnere mich, wie wenn ich sage, bei der Verfolgungsjagd durch die Straßen... Nach 16 Jahren, das Spiel so... Ich liebe das Spiel ohne Ende, es ist super geil. Es sind Rages, es sind Raids, es sind Dungeons, es ist gigantisch. Aber die Community hat sich so zum... hat sich so scheiß entwickelt. Aber es hat ja auch Blizzard zugelassen. Keine Ahnung, wie er nach Mexiko kam. Ich weiß nicht, wie oder warum er zurückgelassen wurde. Ich weiß nur, dass er jetzt deiner ist, Superstar. Hier, hey, Sinkley, was geht? Danke dir. Einfach geradet hier, danke dir. Danke für den Support, was geht, was geht? Bist du immer noch am Start? Ganz wild mit von dir. Ach so, apropos TV. Wir hatten uns auch letztes Mal darüber unterhalten, was so in der Szene... Also aktuell heißt ja fast jeder TV, ne? TV, Gaming, Live ist ja total modern. Und früher war es ja QT, YouTube und keine Ahnung, was für ein Scheiß noch. Und da war ja einer oder ist einer von Eline, der heißt Wizard. Wizard TV hieß er doch, habe ich ihn doch zusammengeschissen, dass dein TV nicht groß war. Und jetzt heißt er Wizard Gaming. Jetzt hat er sich in Gaming umbenannt. Ich glaube, ich spiele. Einfach in Gaming. Ganz wild. Aber ist ein cooler Typ. Aber das passt halt. TV, Gaming, Live. Ganz switchvoll. Also, Katie, was sagst du das als Profi-Streamer? Siehst du nicht immer mehr TVs? Alles TVs am Start? Ich meine, es ist super geil. Ich meine, es tun 8 Millionen Leute streamen, alles. Das ist alles super. Ich bin eh nur so ein kleiner Scheißdreck, so ein kleiner Fisch, so ein Guppi-Fisch im Haifischbecken. Ja, genau, TTV, genau, ist ja auch noch. Stimmt. Aber es fällt halt nur extrem auf. Soll jeder machen, was er will. Gönn ja alles allem. Aber es ist halt witzig. Führe Fähigkeiten aus, um die Dauer des Leads doppelte Fähigkeit zu halten. Was muss ich machen? Yonder, mi amiga. Schon mal von der Carrera Panamericana gehört? Ich habe gemeint, Katie, dass die ganzen Leute heutzutage jetzt sich TV, Live und Gaming nennen. Früher war es YouTube, Cutie und sonst irgendwas. Ob du das bestätigen kannst, weil jeder Zweite ist TV heutzutage.
Ich meine, ist ja alles super, ist ja kein Problem. Ist halt nur auf, ist das nur auffällig. Ich bin, glaube ich, auch nicht dafür gemacht, du. Also ich bin auch nicht dafür gemacht, weil sonst wäre das alles schon anders gelaufen. Ich habe gestern, habe ich mich schon so aufgeregt, hey, kein Progress, weil ich hatte gestern schon auch gespielt, damit den Gedanken, komplett alles hinzuwerfen, weil es war so scheiße, wie ich war so gebrochen mit den Nerven. Weil Streaming ist für mich WoW, WoW ist Streaming. Und wenn eins davon aufhört, nach 16 Jahren, kann das andere nach 7 Jahren, keine Ahnung, es hat irgendwie so verschmolzen. Und ich hatte schon gestern fast, ich war so am Boden, Katie, dass ich schon fast Stopp gedrückt hätte. Ne? Ich hätte schon fast Stopp gedrückt, aber ich habe es dann doch gelassen, weil ich versuche nichts aus irgendeinem Affekt zu machen, so gut es geht. So gut es geht. Weißt du? Ja, habe ich ein bisschen aufgebaut. Ja, danke schön. Dankeschön. Hola, amiga. Na klar. Die Universidad schickt einen Techniker, der an unseren Festival-Außenposten forschen soll. Und er braucht jemanden, der ihn fährt. Sei nett zu ihm. Es ist mein Cousin Juan. Hola, ich bin Juan Maria Garcias. Die Universidad hat freut mich. Dremos, freut mich. Rami und Alex. Gute Entscheidung, Digi. Ohne Scheiß. Gute Entscheidung, Ehre. Und man fühlt sich frei. Mir? Da ist so eine Last fällt von einem von den Schultern dann, ne? Jeder möchte sich aufmerksam machen, ganz verständlich, wenn man bedenkt, wie einfach sie. Ja, ist es ja auch. Klar, sicher. Also, es ist einfach, es zu starten, aber weiterzukommen ist halt ultra schwer. Also, so ganz normal drücken, OBS laden, klick, fertig. Aus technischer Sicht, ja, klar, sicher. Aber überhaupt dann weiterzukommen, ist halt schwierig. Ich hänge ja auch schon seit 7 Jahren hier und habe aber viele Pausen machen müssen wegen meiner Gesundheit. Manchmal auch. Das längste, wo ich weg war, war 10 Monate. Und jedes Mal, wenn du auch nur einen Monat Pause machst, fängst du bei Null an, wenn du sowieso nicht erfolgreich warst. Ja, es gibt 8 Millionen Streamer. Von daher passt es ja. Alles gut. Einige davon sind halt talentierter als andere und fertig. Und ich zähle auch nicht zu denen, die überhaupt irgendwie was Besonderes machen. Jetzt drehst du aber durch, ey. Krass, vielen herzlichen Dank hier. Dremos, euer alter WoW-Kumpane. vielen herzlichen Dank. Einfach 1000 Bits rausgeschallert. Ich glaube, sowas gab's noch nie, oder? Du bist World First oder Gags First. Dankeschön. Was ist denn mit dir? Lass dich drücken hier. Hier ist ein Platz. Du kannst pay to win. Einfach pay to win. Da ist Platz frei. Das Bett ist nun mal größer, warte. Ach scheiße, das sieht man nicht wegen der anderen Szene. Fuck, warte. Andere Szene, Moment. Hier. Hier. Da ist so viel Platz. Da ist so viel Platz. Gönn dir. Dankeschön für den Support, Ehre. Dankeschön. Danke dir. Ich weiß nicht, Katie. Also das ist der Bot, der macht das. Keine Ahnung.
Danke dir, Tremos. Einfach. Also, keine Ahnung. Also du machst mich fertig. Also auf die positive Art und Weise, ne? Erreicht. Gönn dir, Digga. Danke für die Einladung. Aber mag lieber Frauen. Ja, Sam, das war jetzt. Ich will ja mit dir keine geschlechtliche Beziehung, nur eine platonische. Verstehst du? Platonisch, Kappa. Also hätte ich einen Horizon-Fahrer, der mir bei meiner Arbeit für die Universität. Ich bin auch voll in der Hetero-Bubble gefangen. Alles klar. Ich würde dir mal einen Gedanken verschwenden an dich, so auf die Art. Wir nehmen den Land Rover Defender. Ich komme auch rum. Alles klar, Sinky. Let's go. Ich habe Anna programmiert, aber keine Sorge. Ich kenne den Dschungel besser als Cousin Rami. Aber dankeschön, dankeschön. Geht es hier lang? Sieh, ich glaube, ich hab's. Hier geht es lang. Na los! Nee. Da, Katie, da gibt es Grenzen. Das der Geld kann nicht alles ersetzen. Nee. Ich bleib mir und meinem Geschmack treu. Und außerdem hat Dremos geschrieben, er mag Frauen, also hat er mehrere Frauen. Beste. Einfach mal gegönnt hier, Kapi. Ich möchte erwähnen, dass das nicht die Straße war. Ich kenne nur Langi Straße. Direkt 3. Oh, was? Also alle guten Dinge sind 3. Why not? Solange sie alle voneinander wissen und damit einverstanden sind, ist alles legit. Rechts abbiegen. Was mache ich gerade hier? Ich spiele in einem Rennspiel eine Story. Auf der Straße nach Süden. Also dieser Weg wird kein leichter sein. In 400 Metern links abbiegen. Da vorne scharf links. Links abbiegen. Oh, nicht geschaut, links abbiegen. Achso, Twitch hat die Nachricht geblockt hier, aber ich kann sie lesen hier. Reason Name Calling Level 1. Ich weiß, wie das ist, wenn man ganz unten ist. Ich war auch dort und habe mir gesagt, wenn mich das Leben ficken will, dann ficke ich das Leben doppelt so hart zurück. Vernünftig. Aber, ja, das ist vernünftig. Aber irgendwie hatte ich diese Einstellung auch, aber irgendwie kann ich sie nicht oft und lange halten. Weil man doch einfach nur noch nicht mehr weiter weiß. Habe ich alles gesehen hier, alles gut. Der Streamer sieht das ja sowieso, egal wie du schreibst. Nur Twitch blockt es halt einfach. Ja. Bitte kein Name-Calling hier, ne? Nenn mich nicht Rüdiger. Oder Kevin Kappa. Aber hey, dann kennst du das ja. Dann kennst du das ja und weißt, wie das ist. Und es ist halt von der Gesundheit her ist halt schon anders wild. Mein Katie ist ja auch nicht, ist ja auch auch ziemlich am Arsch, wa? 400 Metern links. Tut mir weh, das zu sagen, aber ich weiß es ja. Die Fakultät für Archäologie der Universität nimmt an, dass die Riesen von Tula Säulen eines riesigen Gebäudes waren. Ist halt wie es ist, ja. Ist ja recht. Kann man nicht schönreden. Und Katie, ich habe keine Ahnung, was Twitch macht oder nicht. Also was es will oder was nicht, ob es fickt oder nicht, fickt gerne. Mich wollen sie nicht, das weiß ich. Das reicht ja auch.
Das ist ja auch, legitim, oder? Ist doch legitim. Es ist eine Firma, die zielorientiert Gewinn machen muss. Ja, ihr Leaking ist in der an Arbeit. Ich schaue jeden Tag die Meta stundenlang ihr Leaking, um zu lernen von den Besten. Ich feiere das, ich finde das geil. Als verzweifelter Mann ist es einfach Meta und die Ulti. Ich bin das am Schauen, ich bin das am Inhalieren. Immer nur ohne Ton. Weil ich brauche keinen Ton, mir reichen die Zungen. In 400 Metern links abbiegen. Jaja, ich hab, das Logo habe ich ja schon hier ganz klein heute gemacht da. So. Jetzt hat. Kurz umziehen, Chat. Bin gleich wieder da. Hey, schau mal, ich verbinde. Ich habe eine ganz krasse Idee. Earlicking im Pool. LOL, das hast du auch geschrieben. Oh, Sinky, du sagst. Wusstest du, dass das die höchste Brücke Amerikas ist? Na, schneller bitte. Richtig, richtig, ja. Von kann ich nicht einfach durchfahren? Warte mal. Legenden darüber erzählt. Ich bin die ganze Nacht Rennen gefahren, so Rundkurs, und jetzt versuche ich die Story weiterzuspielen, damit ich hier weiterkomme. Aber Story in einem Rennspiel, ich weiß ja nicht. Ist die Tour schon zu Ende? Von mir aus. Echt zu schnell. Die Daten sehen perfekt aus. Es ist ein schönes Arcade-Racer-Spiel. Bin mehr so Sim-Fan oder Sim-Kate. Aber es passt schon. Tu mir einen Gefallen. Sag Rami, dass ich ein besserer Reiseführer bin als er. Danke dir, Eselkopf. Ihr Leaking im Pool, aber du trägst ein Schreckkostüm, gleich 100 Gifted Subs. Dann schreibe ich deinen Namen auf die rechten Arm. Was für eine Überraschung. Auf den rechten Arm, Dremmers-CH. Gar kein Problem. Los, mach dich auf den Weg. Und alle 10 Gifted Subs mache ich 5 Minuten weiter ihr Licken. Aber ganz wichtig. Ja, so ein Aufblasball Banane, wo ich dann breitbeinig da rein, also ich meine ganz normal drauf sitze. Da siehst du mich. Ey, ich weiß nicht, ob es eine Banane gibt, wo so viel Luft reinpasst, die mich hält. Real Talk. Mit dem Bett liegen und Tabletten in den letzten Jahren schon 20 zugenommen. Da brauchst du aber mehrere Bananen. Aber meine Anaconda ist ja sowieso... Also, meine Anaconda hält mich über Wasser. Kapi. Meine Anaconda hat mich über Wasser. Gar kein Ding. Die ist der Rettungsring. Es ist ein Wegbereiter. Die Universität möchte topografische Daten. Ach du Scheiße. Bis jetzt war das Spiel spannend. Bin Rennen gefahren, ganz, ganz knapp gewonnen und ganz knapp verloren. Und jetzt mache ich hier die Story. Jetzt mache ich komische Sachen und Dinge. Okay, Juan. Also dreh mir einfach was bei der Banane, wenn du... willst, Bro. Egal, ich habe auch zugenommen, das wird der Wohlstand. Ja, der Wohlstandsbock, ja. Das passt doch. Wohlstandsbäuche sind teuer. Mein Bauch war auch nicht billig. Pizza, Burger und so weiter, ne? Nudeln, Pizza, Burger, Beste. Aber wenn ich mich nur wieder ein bisschen bewegen kann, irgendwann ist es einfach weg.
Ich glaube, hier ist etwas Unwetter. Bin ich sicher. Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, nur ein bisschen zumindest. Meinst du, das ist so einfach, Sinkri? Was ist denn das hier? Falls Sinkbreiter und überbiete die Zielpunktzahl. Achso, ich muss hier Punkte machen, oder was? Oder? Wir müssen Ramis Wegbereiter abschließen. Sonst hält er uns das bei jedem Familienessen vor. Was ist denn, was muss ich hier machen? Ein bisschen Regen schadet nie. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, vor lauter andere Sachen hier. Fahre zum Ziel und bitte die Punktzahl oder was? Auf geht's, ja! Such dir die Route aus. Am besten ohne in einen Baum zu rasen. Pass auf! Das Wetter wird immer schlechter! Fahre von einem zum anderen Punkt, aber Weg selbst suchen. Aber der zeigt mir doch einen Weg an, oder nicht? Alter, das ist ja gar nicht steuerbar hier. Also ich verstehe, warum läuft jetzt in Zeit? Warum läuft jetzt in Zeit? Fahre zum Wegbereiter und unter die Punktzahl. Was? Hier ist doch gar niemand. Ach so, da. Jetzt hat. Hab's. Ey, das ist. Die Lenkung ist halt auch so. Ey, Alter, mit diesem Buggy, diesem Sturm, diesen Bäumen. Ist ganz anders wild hier. What? Oh Gott, World First! I was here! Wir müssen Ramis Wegbereiter abschließen. Sonst hält er uns das bei jedem Familienessen vor. Nur der Zusammenstöße am besten zwischen den Bäumen her. Jetzt sind wir nicht so hier. Also ich will wieder normal Racing fahren, Rundkurs und sowas. Nicht hier. Das Ding hier. Moment, mal kurz husten. Ja, mit Ich sehe mich beim Familienessen. Ah ja. Zielort festgelegt. Und jetzt, vamos! Auf geht's! Die, such dir die Route aus. Mit First Person ist wild hier. Pass auf, das Wetter wird immer schlechter. Aber das darf ich noch normal fahren, oder? Das hier. Das ist noch Vorgabe. Okay. Ich sagte doch ohne Zusammenstöße. Okay, wo ist das noch? So viel. Wo ist nochmal das Ziel jetzt? Wo ist jetzt das Ziel? Ich sehe das halt noch nicht. Da vorne.
Ja, komm, wie soll ich denn da hinkommen so schnell mit diesem Ding hier? Was ist denn das? Alter. Einmal mache ich noch, dann mache ich wieder normal Rennen, hey. Also auf diese Story-Scheiße habe ich gar keinen Boxmod. Das ist halt echt kein Spaß. Ich will halt normal Rennen fahren. Ich will einfach Rennen fahren. Von A nach B oder im Kreis fahren. Ganz wild. Am besten ohne in einen Baum zu rasen. Pass auf, das Wetter wird immer schlechter. Hier, weiß nicht, Dremos, ob du mich noch hörst, du hast ja gesagt, du hast mit WoW auch aufgehört. Wie lange hast du denn gespielt? So Interesse halber. Bei mir ist es halt schon sehr, sehr, sehr lange. Seit 2005 zocke ich halt. Ja, also ich bin da so im, so im Busch, ja, da sehe ich mich, oder? Hier, Spock, sagst du? Du bist so ein Typ, der immer im Busch ist und schaut, was andere Leute machen. Ah ja. Ich verstehe. Boah, Alter. Ich sagte doch ohne Zusammenstöße. Hier gibt es aber auch so viel. Wo ist das Ziel? Wenn ich nachher 2005 in Navi in Ostdeutschland unterwegs bin. Das habe ich so nicht gesagt. Ja. Auf geht's, ja. Such dir die Route aus. Am besten ohne in einen Baum zu rasen. Pass auf, das Wetter wird immer schlechter. Technik ist einfach. Einfach schon zu viel geschlafen. Und ich bin immer noch wach. Okay. Was mich rippt, ist dieser scheiß Fluss da. Der so runtergeht. Da muss ich halt da rumfliegen. Aber. Moment. Ich sehe den aber nicht vorher so schnell. Ne? Boah, und ich muss gleich mal ein bisschen aufstehen. Also das, ich meine, Bett, Füße schon noch gut, aber Rücken, Ripp hier. Jetzt fährst du hier, das Ziel ist ja geradeaus. Ich bin so ein Typ, der geradeaus, der hat da so geradeaus fährt, ne? Damit er immer das Ziel im Blick hat. So Luftlinie. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das Spiel schon zocken hier. Den ganzen Tag irgendwie. Aber ich wollte es ja mal ausnutzen jetzt hier. Ne? Wenn ich schon im Bett liegen muss, dann mach mal was mit Controller. Das hat das Spiel. Why not? Und vom Tisch mit Controller zocken ist auch nicht so geil. Ich muss dich kurz jucken hier. Was geht denn mit euch? Ostdeutschland-Shaming oder was? Ist sowas immer noch Thema 2021? Frech. Ich sage Rami, dass sein Wegbereiter sehr leicht war. Ach so, nur einmal dahin und fertig, oder was? Wir haben alles, was wir brauchen. Ich schicke die topografischen Daten an Horizon Wilds. Helfe immer gern, Juan.
Und wieder umschalten. Meine Ohren sind immer noch schmutzig. Und die Leute gehen offline. Kannst du nicht vorstellen. Weiterlecken or Riot, sag ich dir nur. Guten Morgen. T-Sim oder wie liest man das? T-Sim? Das sieht der Pfeil vom Navim Gex ähnlich. Ich habe mit Cousin Rami und dem Team von Horizon Wilds gesprochen. Ich denke, wir regeln das am besten mit einem Rennen. Ja, mindestens 10 Krieg. Nicht ganz. Du, am 20 am Vormittag. Juan, schon. Was hast du vor? Was wollte ich gerade sagen? Vergessen. Irgendwas hatte ich gerade, was ich sagen wollte. Aber einfach Sieg und so. Achso, wie lange dauert es noch jetzt, Mog? Ich möchte mein Haus haben zum Porten. Du hast mir mein Haus zum Porten versprochen. So geht das nicht weiter mit dir. Jasinkri, ich habe den ganzen Tag Kopfhörer drin. Da ist schon, da bildet sich schon Schweiß. Deswegen tue ich es noch immer raus. Kurz trocken lassen, 2 Sekunden. Da muss er schon mal ein paar Zungen rein. In 400 Metern rechts abbiegen. Habe ich das? Ich weiß gerade nicht, welches ich heute machen muss, aus welchem Bereich. Hast du gar keine Ahnung. Ich dachte, du hast das Spiel durchgespielt hier. Ich dachte, du wärst Profi, kannst mir helfen. Aber für nichts bist du zu gebrauchen hier. Du hast dein Ziel erreicht. Aber immerhin hast du TFV. Was auch immer das heißt. RS für mich. Team Fortress 5. Wir fahren gegeneinander? Tactical Force 5. Sie. Wenn ich gewinne, erzähle ich der ganzen Familie, dass ich den Horizon Superstar geschlagen habe. Gewinnst du, sagen wir einfach nichts. Mann, oh Gott, ist jetzt... Ich find's halt fies, bei der Story muss ich immer anders Auto fahren. Dass du hierfür der Schotterpiste folgen und Anna ignorieren musst. Die Universität möchte ich Telemetrie von verschiedenen Untergründen. Ich fahre auf Asphalt. Anna ignorieren, die Schotterpiste nehmen, verstanden? Ich gewinne mich an ein Auto und dann bei der Story fahre ich anders. Aber ist schon geil, ist schon cool. Wow, was ist das, ey? Ich dachte, ich fahre Schotter. Boah, scheiße, ich hab... Ja, okay. Shit, ich hab nach hinten geschaut, verpeilt. Ist ja auch legitim, das Rennen. Schau, was ich hier fahre. Was er fährt. Aber warte, ich muss ja gar nicht da lang fahren, oder? Es gibt ja keine Checkpoints, ich kann einfach so YOLO fahren, oder nicht? Oder kann einfach nur normal fahren. Sie geschafft! Wie, lol, ich hätte fast noch eingeholt. Ich habe abgebremst, weil ich habe gedacht, es geht nach links weg oder so. Nein, Smoke ist eine E-Zigarette. Hersteller und TFV, die Reihe der Köpfe. Mein Name ist eigentlich ziemlich uncool, aber ich bin aus dem Alter raus, wo ich wirklich cool sein werde. Weshalb
War mir mein Nick egal. Eine Zigarre, also okay. Du warst mal in dem Alter, wo du es cool fandst, wie eine Zigarettenfirma zu heißen? Okay. Aber gut, Name nicht wichtig, aber du wirst da trotzdem bei Twitch damit immer angesprochen. Die Universität möchte Telemetrie von verschiedenen Untergründen. Oh nein, links. Also es heißt auf gut Deutsch, du warst mal so bekifft, dass du halt wie eine Zigarettenfirma heißen wolltest. Alles klar, verstehe. Ich sollte erwähnen, dass du hierfür der Schotterpiste folgen und Anna ignorieren musst. Die Universität möchte Telemetrie von verschiedenen Untergründen. Ich fahre auf Asphalt. Anna ignorieren, die Schotterpiste nehmen. Verstanden? Gut, dann nenne ich dich halt Hans Rüdiger. Wenn es dir egal ist. Es ist so ein Verdampfer, ich habe es gar nicht realisiert. Ich dachte, das ist sowas wie Marlboro oder so ein Scheiß. Das ist ein Verdampfer, okay. Ich kenne mich da null aus. Ich rauche nicht. Ich saufe nicht. Nimm keine Drogen, gar nicht. Ich bin da total langweilig, tut mir leid. Ich bin einfach nur ein komischer Kauz, der krank im Bett liegt und versucht gesund zu werden. Einfach abgehängt. Du hast gewonnen. Aber es war viel knapper als erwartet, oder? Vielen, vielen Dank. Ich habe die Telemetrie beider Fahrzeuge. Ich bringe sie zur Universität. Als ich einen Kauen erstellt habe, ist mir nichts anderes eingefallen. Mittlerweile ist mir das egal. Achso, du kannst ihn ändern, wenn du möchtest. Ich lasse sie wissen, dass sie Konkurrenz haben. Außer man kennt dich jetzt schon. So. Dann ist ja wurscht, ich nicht. Ich smoke und fertig. Ist ja kein Problem. Es gibt so viele komische Namen, da fällt es eigentlich gar nicht mehr auf. Immerhin kann man das lesen und großen Kleinschreibung ist dabei. Das entspannt dann. Habe ich jetzt die Story gespielt endlich? Oh Gott. Erstmal um Slots umschalten hier. Oh nein, was soll ich mit so einer scheiß Mütze? Also, imagine, ein Autospiel, da kannst du Emotes und Kleidung freischalten durch Spinnen. Was habe ich da jetzt bekommen? Okay. Echt? Einfach Zigarettenmark oder was? Okay, das ist aber ganz wild und sehr einfallsreich. Okay. Wähle das nächste Kapitel, die Abenteuer von Horizon aus. Okay. Das hier. Hola, mi amiga. Die Abenteuer von Horizon hier. Da. Hey, ich habe an dem Wunsch gearbeitet muss ich weitermachen. Ja, das habe ich schon. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay. Ja, Carmen wartet. Sag ihr, die Aufnahmen, die sie von mir gemacht hat, sind echt nicht schlecht. Aber 12 Kilometer ist wieder fahren, oder was? Alien habe ich heute gar nicht gezockt. Ich habe nur, doch ein bisschen. Ich habe nur Gartenarbeit gemacht. Und habe, Luminous Battle machen lassen.
Wenn ich dann pennen gehe, mache ich den einen Account, du minus Battle, ist der sowieso 8 Stunden online, und wenn ich dann aufstehe, den anderen Account, fertig. Ui. Aber ich bin richtig stolz, dass es auf der Konsole so gut läuft. Und ich hatte meine Originalbatterie noch in der Konsole drin, die vor einem Jahr. Imagine. Boah, Tunnel ist hier, der erste Tunnel hier, der was. Okay. Hast du jetzt eigentlich komplett aufgehört, Smoke, mit dem Rauchen, oder? Du hast es gar nicht versucht. Du hast quasi das Rauchen im Namen abgegeben, Kapi. Was hast du noch gemacht, Sinkri, nach dem Raid? Oh, warte mal. Das können wir schon mitnehmen, das Schild. Ich dachte, ich krieg's noch so hin, aber nein, hab's nicht hinbekommen. Normalerweise querfällt ein, aber hier im Dunkeln ist mir das ein bisschen so doof. Oder auch nicht. Schauen wir mal, wo ist denn das Ziel überhaupt? Ich kann gar nicht querfällt einfahren so richtig hier. Ist ja auch. Wow. Einfach 9 von 200 Tafeln zerstört. Geil. Imagine. Nee, aufgehört nicht wirklich. Das war so ein kleiner Hype um E-Zigaretten. Als mir das zu nervig wurde, ständig Akkus zu laden, flüssiger anmischen, dann habe ich wieder normale Kippen geraucht. Du hättest dir ein Akku-Pack kaufen sollen, so wie bei deinem Controller. Da wäre das kein Problem gewesen. Das hast du mir heute eben gesagt, jetzt sage ich es dir zurück. In 400 Metern links abbiegen. So ein Ding ist das. Siehste? Einfach mit den eigenen Waffen schlagen. Ja. Scheiße, ich muss niesen. Was mache ich jetzt? Oh, nee. Help. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange ich jetzt noch fahren soll. Hey, wir fahren jetzt schon so lange Zeit. Und ist schon nice, aber irgendwie muss ich jetzt doch mal gleich kurz aufstehen. Um einfach kurz. Wenn ich jetzt sage, Beine zu vertreten, ist das falsch. Du hast dein Ziel erreicht. Meinen Rücken zu entspannen. Wie 10 Minuten? Muss ich jetzt 10 Minuten fahren oder was? Oh, ich kann nicht mehr sitzen hier, liegen hier. Oh. Bist du der Fahrer, von dem alle reden? Nö. Haley möchte Fotos von allen Autos auf dem Festival. Das nennt sich Horizon Promo. Und natürlich wollen wir Actionaufnahmen. Mit Tempo. Ach du Scheiße. Tempo geht klar. Also los. Den Controller benutze ich ja schon seit stationär. E-Zigarette nicht wirklich.
Ne, stationär nicht. Ich tue das hier im Bett, ins Bett mitnehmen. Mach schon eine rein hier. Am besten fühle ich mich, wenn es vibriert. USB-Kabel, eine Möglichkeit war noch eine Powerbank, aber das ist ja doof aus, wenn die von einer Verrüstung. Ja, wie lange hält denn so ein Ding? Für Horizon-Promo brauchst du nur ein Foto von deinem Auto. Am besten mit dramatischer Wirkung. Fahren wir in den Sturm und finden die perfekte Location. Schieß ein Foto im Staubsturm. Ich weiß gar nicht, welche Tasten drücken musst du Foto schießen. Ich habe einen Anruf bekommen, so will ich erst gar nicht bekommen. Ja, folgend, ich dachte, deswegen bist du aufgewacht hier. Technikus. Freund, vom Gönner, vom Schweizer. Vom Kollegen vom Katie. Ganz wilde Sache. Einfach gegönnt. Wunderbar, geh ich jetzt vergönnen, richtig so. Das auf jeden Fall. Das ist wichtig und richtig und wichtig. Siehst du sie da im Sand? Hab ich. Jetzt muss ich schon in Alien muss ich schon Fotos machen von der Städten. Jetzt muss ich hier von komischen Statuen Fotos machen. Kommt auf einmal, wie viel Watt du rauchst und wie viel Milliampere die Akkus haben. Ja gut, so eine normale, wenn du jetzt sagst, hält es nicht einen Tag über. Wie oft rauchst du denn da? Bist du denn da 24/7 am rumzuzeln oder was? Normale Zigarette hast du vielleicht ein, zwei Minuten weg. Bist du dann da stundenlang am Rumzuzeln? Tust du das nicht so simulieren, als ob es eine normale Zigarette wäre? Alle halbe Stunde mal vielleicht eine, kurz zwei, drei Minuten rummachen. Ja, glaube ich, das ist genervt. Klar nervt das. Denke ich mir. Oh, das ist incredible. Die Fotos sind toll geworden, aber hier in der Nähe gibt es solche Statuen doch gar nicht. Vielleicht wurde sie vom Sturm freigelegt. Ja. So muss es sein. Ich bringe diese Fotos zu Haley. Wir sollten bald mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ich rufe dich an. Smoke, war Teil 4 auch so mit Story? Wow, das erste Mal. 3 Sterne bei diesem Ding. Geil. Einfach entspannt gezockt und 3 Sterne gemacht. World first. I was here. Nein, aber man wird zum Beispiel durch den guten Geschmack öfter dazu verleitet. Okay, alles. Ja, klar. Das kann man vorstellen, ja. Da wird man von dem auf einmal süchtig. Von der einen Sucht zur anderen Sucht. Aber wie sehr wird eine Story gefeiert in einem Autorennen?